Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Satisfactory hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns sind Thompson und Chaos. Hallihallo. Hallöchen. So, ich muss noch ein paar Coupons drucken. Oh. Ja, ich will da noch ein bisschen was haben. Guck mal, das sieht das nicht schön aus? Guck mal, die Schrauben haben nicht mal Gewinde. Wenn die da so drinnen liegen, das sind einfach nur Bolzen ohne Gewinde. Da kriegst du keine Mutter drauf. Das sind Space-Schrauben. Space-Schrauben? Hast du vielleicht irgendeinen Trick, wie man auf diese Stackable Poles? Und ich will das haben. Da am besten ein Förderband drauf montiert. Wie auf die Stackable Poles? Weil das ist ein bisschen eine Fummelei, dass man da auf die richtige Seite schaut. Und das Band platziert. Da muss man immer stehen bleiben. Also man kann nicht durchlaufen und immer platzieren. Ja, ich bin immer stehen geblieben. Okay. Das ist ein bisschen eine Fummelei, finde ich. Ja, aber dafür, wenn man es einmal hat. So. Eine Fummelei. Das artet aus in eine wilde Fummelei, was ihr da macht. Ja. Ekelborstig. Kannst du wieder die rechteste, also von dir aus gesehen die rechteste... Die rechteste. Die am weiten rechts befindliche. Na, die zweite von rechts. Ach so. Weil das war jetzt die zweite von rechts, ach, die du schon begonnen hast. Okay, ja, dann passt. Ich kann auch Pfosten setzen und dann noch eine. Wie? Was? Und aha, noch ist eine? Irgendwie eine Unterbrechung. Okay. Was? Ah nein, jetzt geht's weiter. Okay. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's los. Und keiner kann es halten. Okay. Ja, wie geht's euch? Ja, ganz gut. Und dir? Oh ja. Man wird immer älter, geht immer mehr kaputt. Aber ansonsten muss man durch das Leben, glaube ich. Muss mal zum Service. Ja, sollte ich vielleicht mal gehen. Naja, Onkel Doktor mal fragen, was los ist. Vielleicht wo Ersatzteile hat. Ersatzteile, ja, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja, nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann sein, dass man sowas vielleicht braucht oder mal nicht. Haben wir eigentlich schon die Hyperloop, die Personen Hyperloop? Nein. Ja, ich glaube noch nicht. Hyperloop. Jetzt wäre ich da fast runtergefallen. Ja, Fallschirme. Ja, lass dir das von einem Profi sagen, der schon mehrfach wo runtergefallen ist. Ja, wir sind wirklich böse. Aber die Fallschirme sind praktisch. Was sind heute das ist los? Immer, wenn warum habe ich denn heute so wenig Frames? Das ist komisch hier gerade. Immer wenn ich auf Leitern gehe, mache ich quasi die dann an. Ah, die Fallschirme. Was machst du dann an? Ah, hier wären die Hypertubes. Dann gebe ich immer den Fallschirm hinein. Ah ja. Soll ich den Milestone auswählen? Ja. Achso, wir haben noch irgendwas anderes. Ja, also Fahrzeuge, aber irgendwie ja, brauchen wir die noch nicht. Und halt Logistik MK3. Ja, aber wir haben es so hügelig rundherum. Ja. Hügelig. Wir haben damals in dem Let's Play, was ich mit Master Schröder gemacht habe, dann halt so eine riesige Bahn in der auch in der Höhe gebaut. Ja, ich glaube ein Zug wäre halt trotzdem irgendwie effizienter als
Als die Fahrzeuge. So, wo kriege ich Eisenplatten? In diesen vier Containern, die da so im Quader gebaut sind. Am Plattenspieler. Ah, hier. Big Ol. Brauche mehr Eisenplatten. Ol. Da ist die neue Fabrik. So, dann nehme ich mir noch so ein Stack mit. Ein Steak? Ein Steak. Ein Steak. Oh, ich möchte auch mal wieder richtig schönes Steak essen. Ah, Aber ich habe richtig. gestern Rippchen gegessen. Rippchen? Und waren sie lecker? Ah, ja. Rippchen hast du gegessen. Im Restaurant oder Ja, im im. Restaurant. Das ist natürlich, ja, schöne Rippchen. Ja, es ist, also Rippchen muss gut gemacht sein. Also da gibt's. Ja, die waren auch gut. Da war auch schön Fleisch drin. Und hat sich gut abgelöst. Ja. Was ich halt so überhaupt nicht mag, ist, wenn quasi kein Fleisch dran ist. Das gibt's leider auch. Das ist ja fad. Ich war mal bei uns in Wien in einem Restaurant namens Leopold Dauer Alm. Das ist halt so bekannt für XXL Sachen. Aha. Und da habe ich so Rippchen gegessen und da war halt nichts mehr, nichts wirklich dran am Fleisch. Okay. Deshalb. Wenn jetzt noch wüsste, dass Chaos, glaube ich, der kleinste von uns dreien ist. Und? Naja, gehst zu XXL-Sachen. Ja. Mein Magen ist aber nicht der kleinste. Das, mein Herr, würde ich jetzt vielleicht eventuell sogar anzweifeln. Wie? Naja, ich bin ja nun auch nicht von schlechten Eltern, was das angeht. Ja, und was? Ja. Dann würde ich jetzt anzweifeln, dass du vielleicht den kleinsten Magen hast, Nein, also. ich habe nicht. Wenn du den Ich größten glaube, dich Magen hast. übertreffe ich nicht. Jetzt willst du mir also damit sagen, ich bin fett, ja? Okay. Merke ich Nein, mir. du bist auch einfach um einiges größer als ich. Und fett. Das habe ich nicht gesagt. Und die oberste Bahn machst du dann nach Ja, ganz ich habe nur rechts? gerade keine Eisenplatten. Also du Ah, kannst es okay. gern bauen. Ich habe jetzt mal Warte, 1000 Kohle mitgenommen. ich kann dir Eisenplatten geben. Ja, Nein, ich würde jetzt das. eh die Kohle zurückbringen. So. Also du kannst es zurückbauen. Ja, Claire, Ja, ich wäre es mal eine Frau, dass du sie nicht fett genannt hast. wollt unten die Spur dann machen. Okay. So nach dem Weil ich habe Motto. jetzt mal die. So nach Alter, dem was machst Motto. du? Keine Ahnung. Oh, er nutzt den Fallschirm. Warum hat denn der hier No Power? Ich dachte nur, ist der jetzt lebensmüde oder was? Er schreit so wuhui und jumpt einfach. Ja. Warum hat denn der No Power? Hat hier irgendeiner einen Schnipp, Strom schnapp, abgeklemmt von Leitung ihm ab. eben? Und was? Ach, Tatsache, hier, da hat einer die Leitung abgeklemmt. Das ist ja, wir haben das wieder gemacht. Das ist ja wieder frech. Ich tippe mal auf du. Ich, wenn ich hier einfach so Leitung abklemme. Ja, ich Es wäre nicht cool, wenn gesagt man irgendwie so wie absichtlich. die Sachen in der Hand, wenn man die anderen Sachen auch switchen könnte mit Shortcuts. Vielleicht kommt das eh noch. Ja. Was kannst du shortcutten? Dass man Fallschirme und Exoskelett shortcutten kann. Oder vielleicht kriegen wir ein Exoskelett mit Gleiter dann. Ich glaube, es gibt Jetpack später. Das gab's mal. Ja, Ja, Jetpack dann. gibt's später. Ein Jetpack gibt's später. Jetpack. Oh, unsere Biomasse ist niedrig. Soll ich das dann auch gleich nachfüllen? Jo, Ja, kannst du wenn ja mal es machen, geht. ne? Oder machst du einen Run? Okay. Wenn du da gleich in der Ecke stehst, kannst du das mal machen. Kannst du dann, Thompson, vielleicht so Richtung dieser
Loop hinarbeiten? Also, dass wir das erforschen? Ja. Also, die Rohre produziere ich jetzt schon. Was produzierst du? Die Stahlrohre. Von den Stahlrohren haben wir schon 204. Jetzt habe ich gerade mal ganz viel Kohle wieder reingelegt. Hm. Ihr Schweine habt mich angemalt. So. Kennt ihr das? Ja, White Titty. Ja. Ich kenn's nicht. Machen die eigentlich noch was zusammen? Nein, nein, die haben aufgehört. Aber einzeln machen die noch was, oder? Ja, also der Oos, der ist jetzt so, hat so eine Produktionsfirma oder Produktionsberatung eröffnet. Der wer? Der dürfte ne, das war der Türke. Der immer den Türken gespielt hat. Ah ja. Der Phil, der hat Theater gespielt zuerst und jetzt ist er auch wieder auf YouTube und macht so klassische Sketches wieder einmal pro Woche. Ah ja. Und der TC, der hat auch versucht, einen YouTube-Kanal aufzumachen, bei dem hat es aber nicht so geklappt. Okay. Aber ich glaube, dass die eigentlich noch ganz gut am YTT-Kanal verdienen. Hm. Ja, also ihr Schwein habt mich angemalt, gucke ich mir auch nochmal ab und zu an, dann wenn ich mal wieder ganz viel Langeweile habe oder so, dann komme ich da auch wieder zu. Kommt nicht oft vor, dass ich Langeweile habe, aber manchmal ist es in der Arbeit. Ja. Das stimmt auffällig. Auf der Arbeit habe ich öfter mal Langeweile. Du. Kannst du mal Richtung... Wieso verschotten wir da Silizium, Mycelia und die Blätter? Hä? Ich verschotte nix. Sink. Wo? Da ist ein Container und da werden Silizium, Mycelia und Blumen verschrottet. Ja. Brauchen wir das Silizium nicht später für irgendwas? Ja, das Silizium brauchen wir zum Forschen. Was für ein Silizium? Und warum ist das Förderband weg? Ja, ich habe das Förderband gerade weggegeben, damit ich stoppe. Hier ist doch kein Silizium drinne. Doch, das rechts Silica. Das ist Kieselgur, davon haben wir so viel von dem Scheiß. Kannst du mal gucken da hinten. Okay. Ja, das brauche ich nicht zum Forschen. Aber das ist doch... Was Silica das dann? Ist doch. Das ist Kieselgur. Das brauchen wir auch zur Forschung, oder? Ja, guck doch mal rein hier in die eine Kiste. Da liegen 500 Einheiten davon drin oder sowas. 1, 2, 3, 4, 5, 600 Einheiten. 700. Das wird wohl zum Forschen erstmal reichen fürs Erste. Ah, Blödsinn. Also von Quarz. Quarz kann man dann umwandeln in. Irgend so ein Art Silizium. Das brauche ich, aber nicht was mit Kiesel. Also. Wo soll die Kohle hin? Ich würde einen eigenen Kohleproduktionsstandort machen. Ich wiederhole, wo soll die Kohle hin? Ich habe noch keine Ahnung. Ich kann dir diese Frage noch nicht beantworten. Weil sie kommt jetzt quasi bei der Basis an. Also ein bisschen noch von der Basis entfernt gerade noch, aber... Diese Frage kann ich dir noch nicht beantworten. Ich versuche jetzt hier oben erstmal... Dann kommt hier ein... Produktionsanlage zu bauen und in der Hoffnung, dass ich dann irgendwann mal 7 Tickets zusammen habe, dass ich dann, oder 5? 5 oder 7 Tickets brauche ich für die durchlässigen Wände, die ich haben will. Um alles anzuschließen. Nicht blöd, wo sind denn die Container?
Logistik. Nee, Organisation. Die große Organisation. Ja, ja. Ich habe unter Logistik geschaut. Ich habe überall geschaut, außer in Organisation. Okay. Natürlich. YouTube hat mir gerade eine E-Mail geschickt. Upcoming changes to mid-roll ads. Ja, man braucht jetzt nicht mehr 10 Minuten, sondern es geht schon ab 8 Minuten. Super. Das ist das große Highlight. Naja, warum nicht? Ist ja nicht schlecht. Mit Roll mache ich. So, ich habe alle Generatoren aufgefüllt. So, wovon hast du das gehört, dass man das jetzt braucht? Ich habe es auf Twitter gelesen vorher. Ach, du guckst auf Twitter ab und zu. Ja, das ist ja auch nicht schlecht. Ja, es hat jemand. Hat halt jemand gepostet. Retweetet. Achso, und fand das auch so lustig wie ich. Tja, ich dachte mir so halt, ja. Ist eh schon egal. Also dann tun halt die Beauty-Leute nicht mehr auf 10 Minuten strecken, sondern auf 8, ist ja auch egal. Ja, das stimmt dann wieder. Die Beauty-Leute. Jetzt habe ich die doch direkt falsch rumgebaut, ne? Oh Mann, oh Mutti, warum machst du denn sowas? Muss Mutti fragen. Ja, habe ich ja gerade. Aber die ist halt nicht da, ne? Die ist manchmal einfach mal nicht da. So traurig wie es ist. Also, aber naja, ich bin ja bald anderthalb Wochen da. Sag mal, das ist ja. Überleg gerade, weil ich habe dann ja auch Urlaub, ne? Ja. Ja. Puh, das könnte noch interessant werden. Thompson, wann bist du wieder da? 26. Gut, am 29. fahre ich dann weg. Für eine Woche. Hypertubes unlocked. Milestone reached. Fixit Incorporated has processed and incorporated frequent pioneer requests for pipe-based personal transport. So. Das nächste ist eher Fahrzeug und Fahrzeugstation. Ja, das ist wahrscheinlich. Ja, von den Rohstoffen ist das gleich erreichbar. Das ist ziemlich günstig. Dann haben wir Fahrzeuge. Logistics MK3 braucht ziemlich viel. So. Das Coole ist, wenn man von hoch genug runterfällt, kann man noch auf Fallschirm wechseln. Dann kann man noch auf Fallschirm wechseln? Mhm. Okay. Wieso bist du jetzt schon wieder runtergefallen? Ich bin nirgendwo runtergefallen. Aber vorher habe ich es geschafft. Achso. Brauchen wir gelbe Schnecken eigentlich? Und oder sind das grüne? Jegliche Art von Schnecken. Alle. Schnecken sind immer gut. Auch Zimtschnecken sind lecker. Hm. Oder Nacktschnecken. Schneck. Ja, nicht so. Da bin ich nur nicht auf einer drauf ausgerutscht. Das war wirklich nicht schön. Ausgerutscht? Ja, auf so einer Nacktschnecke. Die sind ja ein bisschen klebig. Glitschig. Also klitschig, ja. Wenn du da drauf latscht und du dann gerade keinen sicheren Stand hast, dann kann es durchaus passieren, dass du dann so flutsch. Ja. Kann ich das jetzt abschicken, bevor ich das andere. Bevor das andere angekommen ist? Anscheinend. Weil ich sehe rechts oben keinen Counter. Oder hier? Nein, ich sehe nix. Was willst du denn jetzt abschicken schon wieder? Für Fahrzeuge. Schon wieder fertig? Ja. Milestone reached. Long range transportation as well as the construction of outposts is now encouraged. Vehicle stations have built-in functionality to refuel and restock or collect parts. Was sagst du? Ich
Perfekt, das geht jetzt über die neue Powerline. Alles ist jetzt besser, sagt sie. Achso, ja, das ist nett von ihr. So, wo kommst du hier an? Ah, da oben. Ah, da drüben. Alles wird jetzt besser, wenn wir groß sind. Oder? Ja, nee, nicht. Hm. Alles. Nicht. Achso, jetzt wollte ich da mal gucken, ist schon genug Tickets gebucht. Achso, warte mal, jetzt mache ich erstmal hier noch. Ich hier oben die Betonproduktion erstmal kurzzeitig in Gange. Upp, mal ein bisschen was machen hier. Achso, du weißt noch gar nicht, was du machen sollst, ne? Du sollst machen Beton. Du sollst machen Beton. Dann brauche ich hier einen Strommasten. So, Die Kohleproduktion ist jetzt komplett aufs neue System umgestellt. Sehr schön. Sehr schön. Ich weiß zwar nicht, was das neue System ist, aber... Das ist schon die neue Route. Ich habe ja die ganze Kohle quasi... Also nicht quasi die Produktion, sondern der Transport. Ja, ja. Ah. Hab's quasi komplett neu aufgebaut. Dass man nicht mehr so in Serpentinen hinauf muss. Okay, aber da werde ich mir wieder den Fallschirm gönnen. Man muss sich auch mal gönnen. Ja. Natürlich jetzt auch doof, ne? Was? Das ist wirklich doof. Muss ich noch ändern. Treppenhaus nochmal neu bauen. Oh nein, was habe ich? Habe ich irgendwas abgebaut? Weiß es nicht. Oh, da läuft noch alles. Hm. Dann dürfte ich nichts Wichtiges abgebaut haben, versehentlich. Sehr schön. Nichts Wichtiges abgebaut. So, das muss ich dann nochmal abreißen hier, das Treppenhaus. So. Ah ja, dann muss ich jetzt mal nach oben. Dann muss das Treppenhaus nochmal abreißen. Ah, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich natürlich riesig drüber freuen, dass wir uns nächstes Mal wiedersehen. Ich reiße jetzt hier nochmal das Treppenhaus ab, weil ich das um eine Platte nach hier verschieben muss. Damit das dann oben vom System her passt, dass wir drei breite Gänge da oben haben, wo wir dann ab und zu mal ein Treppenhaus haben. Wird natürlich interessant, ob dann die LKWs oder die Trucks oder irgendwas, was denn da oben auf dieser Ebene nachher irgendwo mal rumfahren wird, ob das dann den Weg dadurch noch findet oder ob die dann in die Löcher vom Treppenhaus reinfahren. Wir wollen es mal nicht hoffen, aber gut, dafür umranden wir das dann wahrscheinlich noch mit Toren. Gehe ich mal von aus, dass ich das so machen werde. Gut, habt ihr noch irgendwas Nettes zu sagen? Irgendwie? Nö, tun wir nix. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, nichts Nettes zu sagen, na, das ist aber auch schade. Na gut, okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus. Ciao. Ja.